Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit mir, Suicide Cat. Miau! Ich habe jetzt hier in der Zeit, wo wir jetzt bis von der letzten Folge bis jetzt in den Zeitraum, habe ich hier alles abgesucht. Und die Lösung war so einfach. Die Lösung war so einfach und so offensichtlich. Hier. Bügeleisen. Zack! Hey, hörst du das? Ich glaube, die Waschmaschine ist wieder kaputt. Ja, die Waschmaschine ist auf jeden Fall kaputt. Kaputter geht gar nicht. Die raucht sogar. Die raucht im Haus. Rauchen tötet. Hallo. Hallo. Du kriegst dein Fett auch noch weg. Ich werde dich töten. Ich werde dich irgendwann richtig, richtig töten. Und dann nehme ich deine Eingeweide und häng sie mir um den Hals. Und den Rest von dir werde ich essen und grillen. Gut, jetzt müssen wir nur noch auf Susan warten, die... Nee, jetzt geht mein Plan aber nicht auf, oder? Nein, jetzt geht mein Plan nicht auf. Ich dachte eigentlich, dass Susan da jetzt was macht und irgendwie angespritzt wird oder so. Notizbuch, Susan. Ich habe es geschafft, die Waschmaschine kaputt zu machen. Susan kann keine Wäsche mehr waschen. Sie meint, sie würde duschen gehen. Lucius, ich werde duschen gehen. Kannst du bitte nachsehen, ob das Bad oben frei ist? Ja, ich werde nachsehen, ob das Bad frei ist. Und sobald ich nachgesehen habe, ob das Bad frei ist, werde ich dir beim Baden zusehen. Denn ich bin ein Voyeur. Hier kriegst du noch einen Pornofilm zum Duschen. Gönn dir! Gönn dir! Also Susan, das Bad ist frei. Wo bist du? Susan? 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 Hey, Susan! Ah, habe ich das verpasst, wie es ins Bad geht? Ich hab's verpasst. Okay, Susan, ein Kreuz hat meine Kräfte im Badezimmer beeinflusst. Ich habe es gedreht. Susan will in genau diesem Badezimmer duschen gehen. Genau, jetzt bin ich falsch. Hier, das ist Badezimmer. Das ist jetzt verriegelt. Allerdings haben wir das Poster in der Wand. Oh, Susan. Ja, Leute, für YouTube muss ich euch das leider wieder zensieren. Aber ich sage euch, sie hat zwei runde, wohlgeförmte, riesige Brüste. Das hat man in der Dienstmädchenuniform nicht gesehen. Och ja, das macht Lucius geil. Okay, ich kann dir was anschauen. Ich schätze mal... Wasser. Und zack. Oh, die ist ja gar nicht rasiert. Die hat ja voll den Busch zwischen den Beinen. Hast eine neue Fähigkeit gelernt. Entzündung. Dieser Fall bereitet mir graue Haare, Mr. Wagner. Im Gegensatz zu Ihnen freue ich mich nicht mehr darüber, wieder hier zu sein. Ich bin bereit, alles aus einem neuen Winkel zu betrachten. Noch ein Unfall. Richtig. Ich weiß, es hört sich an wie ein Sprung in der Platte. Aber die Tür war von innen abgeschlossen. Es sieht wirklich danach aus. Obwohl mein Bauchgefühl mir etwas anderes sagt. Tun Sie einfach, was Sie tun müssen. Ich glaube wirklich, wir wurden verflucht. Und dass wir es nicht aufhalten können. Das ist nicht ausgeschlossen. Ich bat einen Pfarrer, etwas Beistand anzubieten. Also haben Sie sie hergebeten? Mein Vater hat ziemlich wüst reagiert. Wir müssen Ihren Vater finden, Mr. Wagner. Ich glaube wirklich, er kann uns mit weiteren Informationen versorgen.
Ich weiß nicht, wie viel länger ich das FBI noch zurückhalten kann. Sie fragen mich nach einem vermissten Reporter. Er hat ihre Familie untersucht, als er verschwand. Wir werden beide nicht mehr auftauchen. 6. Juni 1973, Überdosis Dämpfe. Aktualisierung, Michelle der Fahrer, er hat die Musik aufgedreht. Ich muss Will irgendwie von der Garage weglocken. Ich dampfe nicht und gehöre zu den Guten. Ich befolge deinen Befehl und kann auch hupen. Tut tut. Tut tut. Das ist natürlich ein Auto, weil es kann hupen. Apropos Hupen, also diese Hupen, die ihr nicht sehen dürftet. Die waren ja so Kauabanga. Was geschieht mit uns? Du wirst langsam verrückt, Nance. Tut mir leid, Lucius, ich bin nur ein wenig müde. Nein, du bist verrückt. Du drehst durch. Das passiert. So sieht's aus. Okay, habe ich mich jetzt verlaufen? Nein. Oh, Gott sei Dank. Schauen wir doch mal. Kreuz hängt noch verkehrt. Richtig. Nach allem, was wir erlebt haben, ist es nicht schön zu entspannen und tolle Musik zu hören? Ja, deine tolle Musik wird dich noch ins Grab bringen. Diese Musik wird dich töten. Töten! In Ordnung, aber ehrlich gesagt werde ich es langsam leid. Hallo, Junge. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich meine, hör doch mal. Alter, die Musik ist so beschissen. Gerät, das den Luftstrom in der Garage kontrolliert. Ah, bei Susan. Ich habe ein Guckloch in Toms Arbeitszimmer gefunden und kann genau die Wanne sehen. Ja gut, das haben wir schon irgendwie gemerkt. Schauen kann ich den. So kann das nicht benutzt werden. Ja, wie denn dann? Wie denn dann? Brauche ich einen Schraubenschlüssel dafür? Nein. Ein anderer Schraubenschlüssel? Nein. Noch mal ein Schraubenschlüssel? Warum kann ich das nicht benutzen? What the fuck? Auf jeden Fall muss ich hier schauen. Ich muss irgendwas mit dem Auto machen und dem Luftstrom. Psst, hör zu. Ja. Hallo. Hallo. Scheiße, er sieht es. Er sieht es. Und wie locke ich den weg, damit ich das nehmen kann? Ich habe zumindest schon mal was für giftige Dämpfe gefunden. Aber ich kann es nicht nehmen. Weißt du, die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Hallo, kleiner Mann. Kann ich das Radio stoppen? Nein. Ja, Ich kann ihn auf jeden Fall beeinflussen. Ich weiß nur nicht wohin. Ach, verdammt. Wie es halt hier überhaupt keinen interessiert. Ich bin der gute Junge. Was ist das? Karton.
Hier, friss den Karton. Hallo, Junge. So, du musst schon mal eine Sekunde nett hinschauen. Du kannst das nicht machen, solange dich jemand sieht. Ja, dann hör doch auf, da hinzuschauen. Bitte. Hallo. Will. Schau weg. Will. Wie locke ich den hier am besten weg? Ist hier drin irgendwas, wo ich... Nein, 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 nein. Das ist nicht ganz richtig, aber ich habe so eine Vermutung. Ich brauche da drin diese chemische Substanz. Ich muss die in die Klimaverteilung reintun irgendwie. Das Haus ist so rattenverseucht. Überall hört man Ratten. Ich finde irgendwas, womit ich die weglocken könnte. Weißt du... Die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Das heißt, ich muss da irgendwas hinlegen? Nein, das ist es nicht. Aber diesmal hat die Spieluhr funktioniert. Man muss also nur im richtigen Raum sein. Ja, da kommt irgendwas hin. Hallo, kleiner Mann. Ach, da drüben. Irgendwie... Hör zu. Okay, ich hab ein Tempo geklaut. Ja gut, aber jetzt habe ich einen trockenen Lappen, den ich nicht verwende. Ich mal einen Schluck trinken hier. Weißt du, die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Ich versteh's nicht. Tut mir leid, ich bin gerade irgendwie auf dem Schlauch. Ich bin mal kurz am Suchen, ich bin sofort wieder da. Und nach diesem kurzen Cut bin ich hier wieder zurück. Hatte da so eine Idee, wie wir den Will jetzt rauslocken können. Ich habe mir die letzte Folge nochmal angeschaut und mir kam da eine echt gute Idee. Die Waschmaschine rumpelt nämlich wieder. Ich glaube, die Waschmaschine ist wieder kaputt. Ja, diese Waschmaschine geht hier verdammt oft kaputt, gell? Hallo. Hallo, Will. Hör zu. Hoppala. Ein mit Verdünner getränkter Lappen. Und diesen Lappen legen wir jetzt hier hin. Er ist jetzt alleine in der Garage. Ich könnte mich um ihn kümmern. Ja, ich werde mich um dich kümmern. Schnüffel. Schnüffel daran. Michael. Er konnte den Lappen mit Verdünner tränken und Michael wurde ohnmächtig, ohne dass Will etwas gemerkt hat. Ich glaube, ich muss hier etwas kreativ werden. Und BAM! Wir starten das Auto! Vergase ihn!
Auto läuft, aber die Lüftung transportiert die Abgase sicher aus dem Raum. Hallo, kleiner Mann. Kollege, schalt doch mal die Lüftung ab. Will deaktivierte die Klimaanlage der Garage. Er wird elendig ersticken. Nein, Sir. Ich habe nichts gesehen. Ich war im anderen Raum und habe die Waschmaschine repariert. Als ich zurückkam, lief das Auto und er lag auf dem Boden. Nochmal langsam. Sie waren im Raum nebenan und haben nicht gehört, wie das Auto von selbst ansprang? Nein, Sir. Ich habe wegen der Musik nichts gehört. Ich weiß, das klingt komisch, aber es ist die Wahrheit. Ja, klar. Schön, das können Sie dem Richter erklären. Ich werde den Deputy herholen. Ich will nur sicher gehen, dass Sie nichts Dummes anstellen. Der arme Will. Aktualisierung im Notizbuch. Oh, unser Pornofilm liegt noch da. Will, der Handwerker. Die Dinge entwickeln sich zu meinen Gunsten. Der Detective denkt in der Tat, dass Will etwas mit dem Tod von Michael zu tun hat. Er ist mit Handschellen an das Regal gekettet. Schnell, bevor die Polizisten zurückkommen. Ich kann fühlen, wie meine Kräfte immer mehr zunehmen. Es macht nichts mehr aus, wenn er mein wahres Ich sieht. Hallo, Will. Ich mache dich auch fertig, wie ich's dir prophezeit habe. Hallo. Ich übergieße dich mit Benzin. Kaum gar nichts Neues. Egal. Wir können doch Feuerbällchen machen. Brenn, Will. Brenn. Brenn für mich. Sei das Feuer. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich habe den Raum nur kurz verlassen. Scheiße, ist das Will? Ich habe erst heute Morgen mit ihm Kaffee getrunken. Viel länger mache ich das nicht mit. Wir müssen diesen verfluchten Ort verlassen. Wir gehen nirgendwo hin. Rufen Sie einen Rettungswagen und sagen Sie, dass es noch eine Leiche gibt. Er sieht ja echt heiß aus. Warum sind wir immer noch hier? Wir sollten jetzt gehen. Ich bleibe keine Minute länger in diesem Haus. Nancy, du musst ruhig bleiben. Ich bat die Priester um Hilfe. Sonst kann uns keiner mehr helfen. Du kannst nicht wirklich glauben, dass ein 7-Jähriger dahinter stecken könnte. Das werde ich herausfinden. Halte dich in der Zwischenzeit von Lucius fern. Hör zu, Charles. Ich warte mit unserem Sohn im Garten. Wenn du nicht kommst, dann gehen wir ohne dich. Dieses Ding ist nicht unser Sohn. Und ich werde es dir beweisen. Dieses Ding ist schon der Sohn von Nancy. Ne, nicht von Charles. Amerikanische Schizophrenie.
Davinia. Alle tot. Alle tot. Nancy. Ach nee, erst Will. Ich konnte rausschlüpfen, ohne mich fangen zu lassen. Die Polizisten sind einfach dumm. Ja, die haben halt keine Ahnung, mit wem sie sich hier anlegen. Meine Mutter Nancy, mein sogenannter Vater, kommt mir auf die Schliche. Er und Mutter hatten einen Streit und jetzt sitzt sie einfach im Garten, wenn mein Vater Beweise gegen mich sucht. Es tut mir leid, Mama. Deine Zeit ist gekommen. Nein. Aber wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Lucius. Bis dann, ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Lasst mir ein Like da. Macht's nicht gut, macht's besser, ich bin raus. Ciao.